Unsere Tour startet beim idyllisch gelegenen Deichalmsee, der zum Naturpark Almenland, dem größten zusammenhängenden Weidegebiet Europas, gehört. Entlang des Mixnitzbaches führt uns der Weg in Richtung Guter Hirte bzw. Schüsselbrunn. Von hier aus kann man auch zur Bärenschützklamm und zum Hochland schwandern. Wir genießen das saftige Grün entlang des Bachlaufes und den Anblick der verschiedenen Blumen. Nach etwa 3 Kilometern auf der Forststraße folgen wir über einen kleinen Steg der Hinweistafel in Richtung Thürnauer Alm und Rote Wand. Ab hier geht es steil bergauf und wir folgen einem kleinen Pfad über eine Weide. Nach etwas über einer Stunde haben wir auch schon die Almhütte erreicht. Beim Alm Erich, der schon viele Jahrzehnte lang die Hütte betreibt, kann man einkehren und gut jausnen. Wir wandern zuerst aber weiter in Richtung Rote Wand. Wir verlassen den Fahrweg und biegen rechts bergwärts auf einen markierten Wiesenpfad ab. Nach wenigen Schritten entscheiden wir uns, dem markierten Steig links zu folgen, der größtenteils im Wald verläuft. Unser absoluter Höhepunkt ist die Begegnung mit einer Herde von Steinböcken, die gemütlich auf der Wiese stehen und sich von uns kaum stören lassen. Auf der Roten Wand und Rötelstein wurden vor Jahrzehnten Steinböcke aus der Schweiz in Gattern angesiedelt. Mittlerweile sind die Gatter und Zäune längst offen und gegenüber Wanderern gibt es kaum Berührungsängste. Der Weg 747 führt uns nun weiter durch den Wald in Richtung Roter Wand. Beim Geröll und den Wurzeln ist aufzupassen, da sie bei Nässe sehr rutschig sein können. Nach circa 2,5 Stunden entspannten Aufstieg erreichen wir das Gipfelplateau der Roten Wand. Der Himmel hat sich vor allem im Süden etwas eingetrübt,
Dennoch gibt es eine Menge Bergpanorama zu sehen. Die Rote Wand ist ein nach Südost ausgerichteter Felsabbruch, der aus zum Teil rotfarbigem Kalk besteht. Berühmt ist das Gebiet aber nicht nur für seine Steinbockpopulation, sondern auch für die zahlreichen Kletterrouten. Auf dem Rückweg beobachten wir noch ausführlich eine große Kolonie von Steinböcken, die ungefähr an die 20 Tiere umfasst. Die jungen Böcke haben sich meist den Älteren angeschlossen und üben sich in einem spielerischen Kampf untereinander. Im Frühjahr, Sommer und Herbst leben die Geißen und Kitze getrennt von den Böcken. Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts war der Steinbock aus den österreichischen Alpen verschwunden. Er galt als lebende Apotheke und man schrieb den Hörnern und dem Herzkreuz, ein verhärteter Knorpel der Herzklappen, besonders heilende Kräfte zu. Auf dem Rückweg kehren wir dann beim Almerich ein und genießen eine gute Jause in der urigen Hütte. Im Anschluss wählen wir dann den Abstieg entlang der Hänge des Schweinecks, der über einen gemütlichen, absteigenden Waldpfad führt. Auch eine Gämse kreuzt noch zuletzt unseren Weg. Wir sind dankbar für die vielen Steinwildbegegnungen und beenden unsere Runde wieder zurück zum Teichalmsee. Wenn du unseren Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne durch ein kostenloses Abo, Likes oder Kommentare tun. Danke!